Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingesappt habt, Freunde. Willkommen hier zu eurer Abend- oder wahrscheinlich auch Morgenunterhaltung. Ich freue mich sehr, ich bin super gespannt. Wir haben das Musikvideo zu Mangos mit Chili bekommen, was ja eigentlich hätte letzte Woche rauskommen sollen, dann verschoben wurde. Das heißt, wir haben schon eine Reaction gemacht auf den Song. Checkt die gerne ab, oben im i findet ihr die. Ansonsten, ganz wichtig, neue Release-Woche, Freunde, schreibt jetzt mal in die Kommentare hier. So schreibt ihr nicht, ihr schreibt so alle. Guckt alle auf dem Handy, oder? Erstmal reinschreiben, guckt ihr auf dem Handy? Oder am PC oder so mit Tastatur. Ich glaube, die meisten von euch gucken auf dem Handy. Kann ich euch nicht verübeln. Schreibt gerne mal rein, was für Songs, also erstmal reinschreiben, Handy oder PC, und was für Songs rausgekommen sind, die wir uns noch zusammen abchecken wollen. Weil ich glaube, es ist eine coole Release-Woche geworden. Aber jetzt erstmal zum wirklich Wichtigen. Wir haben hier Nina Chuba mit Mangos mit Chili. Ich habe schon gehört, aus vertraulicher Quelle, dass dieses Musikvideo sehr gut sein soll. Ich weiß noch nicht genau, was zu sehen sein wird, bis auf Nina Chuba, denke ich und hoffe ich. Und ich habe schon gesagt, wenn in diesem Musikvideo nicht einmal Mangos mit Chili oder irgendwie so ein Mango-Chili-Dip zu sehen ist, bin ich enttäuscht und werde mich in den Schlaf weinen, so wie jede Nacht. Gut, ich würde sagen, wir hören rein. Ey, es ist schon wieder schlimm. Wir hören rein, ich freue mich. Let's go. Oh, hat sie sich das wirklich stechen lassen? Also wahrscheinlich schon, I guess. Randvoll Stoß mit jemand. Jede Großstadt hat mich auf Postern und ich hab mehr als die Leder. Boah, okay, das war nice. Ich hab gehofft, dass wir das sehen, wie diese Poster in den Städten hängen. Die Hoodies sehen geisteskrank geil aus. Frischer Wind für die Szene. Hm. Rennen raus in den Regen. Im Grau wird die Straßen auf, bis sich alle mit mir bewegen. Ja, ich gehe nicht weg, mach's mir bequem. Bläser sind echt, spielen was ich will. Ich träum von einem Wunder. So ein Banger-Song aus, sag ich, so ein Banger-Song. Glück in Berlin, mach, dass es gut wird, mach es mir schön. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Highspeed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach laut, bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Sie hat einfach Fritz Cola Sponsoring. Dann hast du wirklich alles erreicht. Dann hast du wirklich, sage ich, alles erreicht. Einfach Fritz Cola Sponsoring, Bro. Gerade die Leute aus Hamburg werden das sehr, sehr fühlen. Fritz Cola ist, finde ich, neben Coca-Cola. Gib mir Coca-Cola. Kennt ihr von TikTok? Ey, Bro, ich hab so einen Ohrwurm. Und Pepsi, in meiner Opinion, auch gut. Die einzige Cola. Ich finde sogar Fritz Cola besser als Pepsi. Ist sehr, sehr geil. Ausgeschlafen und bestens gelaunt. Oh, ich habe so darauf gewartet. Ich folge ihr auf Instagram. Ich habe gesehen, dass schon irgendwie sowas gedreht wurde mit Fliegen oder so. Oh mein Gott, sieht das sick aus. Das sieht so clean aus. Mexico City, Mangos mit Chili. Ponchis sind groß und die Röcke sind mini. Es hat sich gelohnt, hab keinen Job im Büro. Meine Sterne stehen gut zwischen Dreck und Graffiti. Ey, ich sag's, wie es ist. Jetzt Real Talk Marvel. Da merkt man, wie ass dieses Marvel CGI geworden ist, wenn in einem Nina Chuba Musikvideo, was ich jetzt gar nicht sagen möchte, dass, du wisst ja, aber Marvel hat Million fucking Dollar Budget, 100 Millionen Dollar Budget, whatever, und die kriegen es nicht hin, dass das Fliegen bei denen einigermaßen clean aussieht. Und hier in einem Mangos mit Chili Musikvideo von Nina Chuba haben wir mit das cleanste Fliegen, was wir seit langem hatten irgendwie, sag ich. Mexico City, Mangos mit Chili. Das sieht so smooth aus. Ponchis sind groß und die Röcke sind mini. Es hat sich gelohnt, hab keinen Job im Büro. Meine Sterne stehen gut zwischen Dreck und Graffiti. Ich nehme alle mit, schreibe auf Inseln. Tour durch die Charts, wenn ich da gerade hin will. Und falls ich mal für ein paar Tage verschwinde, komm ich zurück mit einem strahlenden Grinsen. Boah, das sieht so clean aus. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Und ich finde, es passt auch so gut. Ich habe in meiner ersten Reaction auf den Song, wo ich ihn zum allerersten Mal gehört habe, auch gesagt, da gibt einen so ein leichtes, lebensfrohes Gefühl. Und da strahlt dieses Fliegen, das strahlt perfekt aus, einfach den Vibe vom Song. Stark. Speed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach laut. Bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Also wirklich, dieses Musikvideo hat diesen Vibe 1 Million Prozent gecatcht, den ich gehört habe beim ersten Mal auch. Hier ist kalt, meine Sicht verbaut. Kein
Stress, nur Stau. Reicht nicht ganz für das Ticket hier raus. Also kauf ich den Himmel und streich ihn mir blau. Boah, stark. Ich muss auch sagen, diese Hoodies, ne, die sehen so fucking fresh aus. Waren die beim Bundle dabei oder wo waren die? Hier raus, also kauf ich den Himmel und streich ihn mir blau. Wow, das ist krass, das ist ehrlich krass. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Keine Mangos mit Chilis. Wo? Wo? Gut, Mangos mit Chilis stehen auf ihrer Armbeuge. Ist das eine Armbeuge? Ich habe früher immer verkehrt rum Ellbogen gesagt. Ist das die Armbeuge? Ist das der Fachbegriff? Ist der Fachbegriff für irgendetwas Armbeuge? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir keine Mangos mit Chilis gesehen. Und auch kein Mango-Chili-Dip oder so. Das ist das Einzige. Ey, stellt euch jetzt vor, ihr habt jetzt so richtig geil Reis, Gemüse, Bohnen, Soja, Tofu und dann Mango-Chili-Dip. Mua. Sag ich einfach mal, ja. Ganz kurz, ein wunderschönes Musikvideo. Black Dolphins sind bekannt für dieses, für diese Art Musikvideos. Dieses Standing, finde ich, haben die, ich finde, wenn du mit Black Dolphins immer Qualität auf jeden Fall. Wunderschön auf jeden Fall auch an alle, die hier mitgearbeitet haben. Shoutouts. Ich denke gerade, Ellie hat Styling gemacht. Ist das die Ellie, die ich kenne? Ich weiß es gar nicht, aber sorry. Auf jeden Fall, Shoutouts an alle, die hier mitgearbeitet haben. Es ist ein wunderschönes Musikvideo gewesen und wie ich ja auch schon gesagt habe, dieses beflügelnde Leichtigkeit im Leben-Gefühl wurde hier perfekt transportiert und ich freue mich drüber. Deswegen, wunderschöner Song geworden. Ich hoffe, ihr habt den genauso enjoyed wie ich und, keine Ahnung, habt genauso dieses Feeling, was ihr gefühlt habt, hier widerspiegeln gesehen. Was auch nicht immer einfach ist, finde ich, so einen Vibe zu catchen für ein Musikvideo. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns, Freunde, bei einem weiteren wunderbaren Video. Nicht vergessen, die Abstimmungen, guckt ihr mit Handy, mit PC, reintippen, wichtig. Und welche Songs wir uns noch anhören sollen, die heute Nacht rausgekommen sind. Das war alles, ich hoffe, wir sehen uns, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt alle, wie gesagt, so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.